Okay, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Oh mein Gott, wir haben Post. Ich muss mich für die letzten drei Parts entschuldigen. Da habe ich... Oh, ich habe mit dem Laptop-Mikrofon aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das so behalten werde. Oder ob ich das irgendwie Post-Commentary machen werde. Ich glaube, ich werde Post-Commentary machen, weil das... Oh, mich kackt die Qualität so an, weil die ist so... Erstens ist es total leise und... Ja, ich glaube, ich werde da Post-Commentary drüber machen. Also ihr werdet das eh schon erfahren haben, was ich jetzt hier sage. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Naja, wollen wir das vergessen und gleich weiterfahren. Ist halt scheiße, weil Live-Commentary ist halt total viel besser und so. Und oh, wir haben beim letzten Mal hier diese Dings freigeschaltet und ich habe vergessen, die Batterien zu wechseln. Oh mein Gott, bin ich dumm. Naja, egal. Wir haben beim letzten Mal diese Area hier freigeschaltet und die werden jetzt auch gleich besuchen gehen. Ja, ja, komm. So. Oh mein Gott. Oh, wir können schon so Bowser. Gute Sonne. Also zu Bowser. Ich sag immer Bowser, aber eigentlich ja halt zum Endgegner. Okay, werden wir erstmal diesen Fragezeichenblock machen. Testblase. Ja, ja, machen wir das. Voll das Geheimnis, was die anderen Galaxien sind, aber ich werde es euch noch nicht sagen. Haha, ich bin so böse. Okay, Testblase. Oh, ich mag die Testgalaxien irgendwie. Die sind so challenging und so. Da gibt es immer so ein Element und dieses Mal ist es die Blase. Ja, ja, komm, ich weiß. Oh mein Gott, was ist passiert? Ist euer Schiff kaputt gegangen oder was? Das Suchtrupp hat sein Schiff notlanden müssen. Guckt euch das an. Was ist wohl passiert? Fragen wir sie mal. Hallo, was ist passiert? Sag mir, was passiert ist. Los. Oh, unser Bildschirm musste hier landen. Ja, warum? Sag mir, was passiert ist. Seid ihr irgendwie wie Captain Olimar gegen Kometen gefahren oder sowas? Von Pikmin so. Pikmin-Nachmache. So, jetzt hier. Was? Der Wind weht stark. Bestimmt ein tolles Gefühl. Ja, 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 komm. Die sagen nichts Nützliches wie immer. Und ihr? Was sagt ihr? Hallo, oh mein Gott, oh, bla bla bla. Ja, der sagt das, was sie alle sagen. Bla bla bla. Bla bla blase? Ach so, bla bla blase. Oh, jetzt ist es weniger lustig. Und hier gibt es Sternteile. Und ja, dieses Gift da, das ist direkt tot. Also da kann man nicht noch rauskommen oder so. Das ist direkt, da stirbt man direkt. Und jetzt ist hier, ja, seht ihr, jetzt ist der Pointer hier so eine Blase, Blasendings, Blasefunktion, so ein Föhn oder sowas. Und jetzt können wir mit dem. Diese Blase bewegen, in der sich Mario befindet. Und gehen wir erstmal hier durch. Und oh mein Gott. Ich frage mich, was Münzen in diesem Spiel. Die bringen eigentlich gar nichts. Die bringen nur Leben und so. Bei Galaxy 2 haben sie eventuell einen Effekt, dass man so Luma. Dass es so Lumas gibt. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Naja, egal. Wir brauchen nur noch einen Sternsplitter. Und da können wir hier weiter. Nicht gegen die Dings fahren, denn sonst platzt die Blase. Das wollen wir ja nicht. Gegen die Minen. Ja, seht ihr, ich habe die Batterie vergessen zu wechseln. Das werde ich aber dann tun irgendwann mal. Keine Sorge. Bam! Eigentlich wäre ich euch schuldig nach diesen drei Parts, wo ich leider nicht live kommentieren konnte. Aber jetzt ist es vorbei. Das kackt mich vor allem an, weil ich dann wieder 30 Minuten jetzt nochmal zum Aufnehmen investieren muss. Weil ich habe so knapp Zeit, mal irgendwie aufzunehmen und dann will ich nicht nochmal so viel Zeit benutzen, nochmal aufzunehmen, das ist total dumm. Okay, sammeln wir diese Sternteile ein und oh, ich muss nicht mehr, ich muss aufhören darüber zu labern. Was zur Hölle? Wieso ist die jetzt geplatzt? Wieso ist die geplatzt? Oh naja, wenn schon können wir hier weiterfahren, oh mein Gott. Haben wir nicht viel verpasst. Oh, ich werde jetzt die Sternteile nicht mehr einsammeln, dann ist auch Zeit gespart. Wie ist die geplatzt? Das war total dumm. Hat sich die da irgendwie eingeklemmt? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Voll dumm. Ja, scheiß auf die Sternteile. Die brauche ich nicht. Die habe ich dann letztes Mal. Die Sternteile behält man ja, wenn man irgendwie Leben verliert. Das finde ich total cool. Weil sonst, wenn man irgendwie so ewig für ein Level hat, dann hat man, wenn schon Sternteile gekriegt, wenn man das fertig hat. Das ist total praktisch. Okay, wenn man Z drückt, kann man Stampfattacke machen. Dann kann man hier runter und dann kann man hier Stampfattacke machen. So. Und jetzt schnell hier rein. Oh, weil das geht mir Zeit. So, wusch, 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 wusch. Und hier rüber. Ich sag zu viel Wusch, ey, das ist echt schlimm. Ich sag viel zu viel Wusch, ich muss mir das abgewöhnen. So. Hier rüber, hier rüber. Nein! Oh, Maris Hand mit sieht man noch so. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Oh, wenn schon. Oh, das ist voll die guten Dings. Voll die fairen Midway Points hat es hier.
Also, es ist auch etwas Dummes bei Mario Galaxy 2. Da gibt es da die Fahnen, aber wozu? Ich meine, bei Galaxy 1 jetzt hier, da wird man einfach da hingesetzt. Das ist egal. Da kriegt man keine Fahne. Da wird man einfach hingesetzt. Und bei Galaxy 2 besteht noch die Gefahr, dass man die Fahne irgendwie verpasst oder so. Und das ist total scheiße. Und ja, warum gibt es da Fahnen? Ich verstehe das nicht. Naja, ein Grund mehr, warum man Galaxy 1 lieber hat, so wie ich. So. Lieber haben sollte ich sagen. So, oh mein Gott. Uff. Dann haben wir diesen Stern. Sehr gut. In der Blase geschüttelt. Ja, ja, komm. Wir wissen es inzwischen, dass wir einen Stern gekriegt haben. Das brauchst du nicht jedes Mal. Oh, was? Ein Bilderbuch wurde freigeschaltet, habe ich gesehen. Ja, ja, das kann ich euch dann irgendwann mal noch zeigen. Okay. Aha. 16. Gehen wir gleich mal hier hin. Glasstrandgalaxie. Wursch. Okay, was ist hier? Was glitzert da am Meeresboden? Ja, wahrscheinlich ein Stern, oder? Oder Sternsplitter, oder was auch immer. Ich glaube Sternsplitter. Ja, ja, komm. Oh mein Gott, da ist der Stern. Da oben. Ah ja, seht ihr, Sternsplitter. Hab ich doch gesagt. Dann gehen wir schwimmen heute. Gab's schon ein Level, wo es Wasser gibt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Naja, Schwimmen ist in diesem Spiel voll cool. Das kann ich euch jetzt zeigen, da kann man so... Wusch, seht ihr ja, das geht voll schnell hier. Da kann man so Z drücken, dann manchmal so nach unten. Man kann auch einfach so drehen. Und ja, bei Galaxy 2 verliert man noch ein bisschen mehr Luft, wenn man so dreht. Aber bei Galaxy 1 ist das noch nicht so. Okay, das kriege ich noch. Komm, das kriege ich noch. Zack, haha. Man kann auch so Kisten zerstören und boom, seht ihr? Oh, da ist ein Ständteil drin. Sternringteil. Da glitzert noch was am Meeresboden. Und ich glaube, hier drüben ist noch eins. Hm? Hallo? Die Kamera ist gerade ein bisschen. Die kann man nicht so gut drehen, weil das geht nicht. Seht ihr? Das geht nicht. Oh, Kamera. Okay, hier ist noch. Oh mein Gott, ein riesiges Monster. Geh weg. Da, zack. So. Oh, warte kurz. Alter, sorry, dass ich gerade still war, aber hier kommt wieder die ganze Zeit wer rein. Das ist echt schlimm. Echt schlimm ist das. So, jetzt hier. Wasch! Der Sternring ist erschienen. Rippippe. So, dann können wir den benutzen. Da kommen Gegner. Und Busch. Oh, guck dich das an. Wir landen auf dem gleichen Planeten. Das gibt's auch nicht bei jedem Sternring. Bam, und du bist tot. Haha. Okay, hallo. Oh, ich muss so wachen. Oh, was zur Hölle? Oh mein Gott. Oh, wie cool. Oh, das ist so cool. Du hast es unterbrochen. Ich will ewiger tot für dich. So. Oh, wie cool war das denn? Oh, ich will das Leben, ich will das Leben. Ich will das Leben. Das Leben ist ein cooles Leben. Oh, was soll ich wieder hoch? Ich will zu dem Leben da hoch. Ah, da ist eine Kugel drin. In diesem Wasser. Wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, ich muss davon einen Wandsprung machen, oder? Nee, geht nicht. Ah, oh, vergiss das Leben, das kam mich doch an hier. Ich habe eh genug Leben. Ah, da ist das Leben. Oh, wie dumm. Seht ihr? Man sollte halt einfach Leben ignorieren und da kriegt man sie. Versuchen sie zu ignorieren. Oh mein Gott, das gibt mir Zeit. Oh, ich hab's gekriegt. Oh mein Gott, ich hätte es fast verpasst irgendwie. Und zack. Was zur Hölle? Wer hätte das gedacht? Oh, was zur Hölle? So, jetzt hier. Komm. Wandsprung. Oh mein Gott, es verschwindet. Wie Mario auf einem verschwindenden Block Wandsprung machen kann. Ich frage mich, wie das geht. So, und jetzt hier Stern. Ich labere eh wieder Scheiße. Ey, das gibt's doch nicht. So, zack. Sterne halten. Und ich denke, das ist genug, um einen Part damit zu füllen. Was denkt ihr? Ich glaube, er möchte noch einen Part, aber ich sage euch, nein. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Mario Galaxy. Oh, ein Gomelo ist aufgetaucht. Dann können wir ja beim nächsten Mal dann auschecken. Okay. Ja, speichern wir mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.